Jared Ross jetzt bei mir nach dem 4:2-Sieg des EHC Ingolstadt. Jared, wie war das erste Saisonspiel für dich in der Saturn Arena? Es hat viel Spaß gemacht. Die Fans waren ja Wahnsinn. Es ist viel einfacher, zu Hause mit den Fans im Rücken zu spielen und sie haben uns heute sehr motiviert. Ein perfektes Spiel für uns. Es war schon eine sehr gute Leistung des Teams heute. Könnt ihr noch besser spielen? Ja, wir können uns noch verbessern. Wir hatten jetzt zwei gute Spiele, aber das war noch lange nicht alles. Wir sind absolut konkurrenzfähig in dieser Liga. Was kannst du über das Niveau der DEL bis jetzt sagen? Ja, es ist gut. Alle Reihen in den DEL-Teams können gutes Eishockey spielen und ihren Teil zum Erfolg der jeweiligen Mannschaft beitragen. Wie würdest du Rich Janomats und Jim Boni erstens als Personen und die Arbeit mit ihnen beschreiben? Ich finde, beide unterstützen und glauben an mich. Ich habe sie auf meiner Seite und das hilft mir sehr. Ich freue mich auf die Saison. Ich glaube, ich kann noch viel von ihnen lernen. Glaubst du, ihr könnt dieses Jahr etwas Großes erreichen? Ja, wir haben ein gutes Team und wir schauen von Spiel zu Spiel. Jede Eishockey-Nacht ist anders, aber wir wollen so viele Partien wie möglich gewinnen. Danke sehr. Christoph Höhnleitner, warum hat es heute nicht zu mehr gereicht, außer die 2:4 Niederlage? Ja, ich denke, die Panther waren von Anfang an bereiter wie wir, sind mehr gelaufen, haben die Zweikämpfe gewonnen. Dann waren wir halt 2:0 hinten, dann haben wir besser gespielt, sind wir rangekommen ins 2:2, aber dann haben wir wieder aufgehört zu spielen und darum haben die auch verdient dann gewonnen. Wie schätzt du den ERC dieses Jahr ein? Wie hast du sie heute gesehen? Ich denke, die haben eine super Mannschaft, wie auch letztes Jahr. Wenn die Chemie im Team stimmt, werden die mit Sicherheit ganz vorne landen. Und jetzt habt ihr ein Spiel gewonnen gegen Straubing, eins verloren jetzt in Ingolstadt. Nächste Woche geht es gegen Köln. Was müsst ihr in dem Spiel anders machen als heute? Ja, ich denke, das erste Wochenende war jetzt nicht, wie wir es uns vorstellen, auch Freitag nicht, auch wenn wir da gewonnen haben. Wir spielen noch nicht hart genug, wir spielen noch nicht den Stil, den wir spielen wollen. Schnell laufen, viel checken, einfach zum Tor, das spielen wir noch nicht wie letzte Saison. Und das müssen wir ändern, dann haben wir auch Erfolg. Gehen die Abgänge schon sehr ab? Merkt ihr das in der Mannschaft? Jan-Axel Alvara und Ken Magowan sind ja weg. Klar, sind super Spieler weg.